danken für die Einladung zur Hochzeit Ihrer Tochter Ute am 26. Dezember und nehmen hocherfreut an. Hochachtungsvoll Karel und Helga Jensen. Hocherfreut. Ich wollte, ich könnte das auch sagen. Dr. Jakob, also das hätte ich nicht gedacht. Da wird Hein sich aber freuen. Hallo Mutter. Hallo Ute. Na? Hallo. Hallo Angel. Ihr seid schon wieder zurück. Ja. Wenn ich jetzt nicht gleich eine Tasse Kaffee kriege, dann falle ich um. Ich auch. Das Beste wäre im Sommer für Weihnachten einzukaufen. Das ist die Hölle in der Stadt. Ja, das kann ich mir denken. Aber mit dem Kaffee müssen wir noch einen Augenblick warten. Ja, ich habe hier auch genug zu tun gehabt. Na, Mami, haben alle zugesagt? Meistens sagen ja die zu, die man nicht macht. Und die ab, die man gut leiden kann, ne? Fritz Büttner, du, den kenne ich nicht. Ute, kennst du Fritz Büttner? Nö. Vielleicht ein Verwandter von Hans Uwe. Hm? Ha, Tante Alice kommt auch. Doch wohl nicht mit dem dösigen Gerd. Antje, sprech nicht so geringschätzig über deinen Cousin. Hm? Tja, als wenn ich das nicht geahnt hätte. Tante Anna sagt auch zu. Ja, du, sie will wissen, warum die Hochzeit so schnell sein soll. Hast gehört? So schnell. Ach, Tante Anna, die hört doch immer das Gras wachsen. Nee, das will ich nur gerade nicht sagen, mein Kind. Nee? Du, ich will bloß hoffen, dass du nicht so früh mit Kleim ankommst. Mach dir dann keine Sorgen, Mutter. Hm. Für Tante Anna will ich gerne 2 Jahre warten, ehe ich ein Kind kriege. Ja, aber kann ich was dafür, dass Hans Uwes Vater eine Filiale in Hamburg aufmachen will? Ja, ist ja schon gut, mein Kind. Und Hans Uwe ist ja auch ein netter Kerl. Ja, und deine Heirat ist ja auch gut für die Firma. Antje, so, wie kannst du sowas sagen? Das Ganze ist doch nichts anderes als die Verbindung zweier Familien zu einem festen Bündnis. Sag mal lieber zweier Firmen zu einem festen Bündnis. Antje, da Ute hat Hans Uwe doch lieb. Aber das ist doch so, mein Kind. Ja, Mutter. Guten Abend zusammen. Hallo, hallo, mein Junge. Kinders, wenn ihr mich in meinem neuen Smoking seht, dann flippt ihr aus. Sieht er gut aus? Gut. Ich hab ne Topfigur, haben sie im Laden gesagt. Oh, alles Weihnachtsgeschenke? Ja. Was für mich dabei? Bis Heiligabend muss wohl noch warten. Ja, das kommt hören. Wow! Oh, oh, Peter, lass das! Danke, Bella. Bitte sehr. Ich kann Vater so richtig verstehen, wenn er morgens immer sagt, ah, Kaffee. Was ist denn? Will bloß hoffen, dass ich auch das kriege, was ich mir gewünscht habe. Ja, das hast du uns ja oft genug gesagt. Das wissen wir schon seit dem letzten Sommer. Naja. Wer kann das denn sein? Vater doch noch nicht. Vielleicht ja noch ein paar Hochzeitsgeschenke. Gute. Ja. Hochzeit an Weihnachten ist ein garantiertes Verlustgeschäft. Wieso? Na, ganz einfach. Die Leute schmeißen Hochzeit und Weihnachten in einen Topf. Die schenken dir sozusagen den rechten Schuh zu Weihnachten und den linken zur Hochzeit. Hab ich auch so gemacht. Scusi. Ja, Bella? Aber draußen sein ein Frau und wollen kennenlernen Familie. Das ist ja nett von ihr. Rein mit ihr, Bellissima. Wie heißt sie, Bella? Engel. Engel? Kenne ich nicht. Ihr Vater? Lass sie rein, Bella. Einen Engel wollte ich schon immer mal kennenlernen. Bella, hat sie gesagt, was sie will? Scusi? Ja, was sie möchte. Aber sie wollen. Ja. Nein, sie nicht sagen. Sie nur sagen, wollen kennenlernen, Familie. Wir lassen bitten, Bella. Bella, wir lassen dich. Vielleicht eine Verwandte von Hans Uwe. Oder seinen Eltern. Ne? Das werden wir dann ja sehen, Mutter. Oh. Hast du recht. Guten Abend. Guten Abend. Na, wie geht's? Danke, das geht so. Ja. Ja, ich bin Frau Forst. Das weiß ich doch. Und das ist Peter, das ist Antje und das ist Ute. Ne? Sieh mal eine an. Ja. Möchten Sie nicht Platz nehmen? Oh ja, wenn ich das darf. Danke. Bella, wir brauchen noch eine Tasse. Och ja, geht ja nichts über eine schöne Tasse Kaffee, ne? Da sag ich nicht nee. Aber darum bin ich ja eigentlich gar nicht hergekommen. Um ein Haar wäre ich meist überhaupt nicht gekommen. Kuddelacke sei, ich soll hier nicht hergehen. Kuddel, mein Alter.
Hör auf mich, Clara, hat er gesagt, da kommt nichts Gutes von. Dummes Zeug, habe ich gesagt, ich muss gehen und da bin ich. Ja, da sind sie. Ja, da sind sie. Ja. Prego, Signora. Oh, Tante Grazie, mein Dear. Das ist Italienisch. Das heißt vielen Dank, ne? Sie? Ja, ich war mal mit meinem Alten in Italien, von da weiß ich das. Ich glaube nicht, dass wir uns schon mal getroffen haben. Ich auch nicht, Frau... Engel. Komischer Name, ne? Clara Engel. Also ehrlich, ich mache ihn ja nicht. Aber ich habe meinen Kuddel nun mal genommen und seinen Namen, du heiß ich so, kannst nichts am machen. Auch nichts an den 7 kleinen Engeln, die wir haben. Zucker? Ja, bitte 7. 4. 4 meine ich, ne? Oh ja, danke. Mmh, oh, der Duft. 4 und ein bisschen Milch, ne? Ja, danke schön. Oh, ist das ein Duft. Mmh. Sie wundern sich sicher, was ich hier will, nicht? Da haben Sie recht. Aber Sie werden uns das sicher gleich erzählen. Ja, aber klar, doch, klar, doch. Mit der Hochzeit ist soweit alles in Ordnung? Ja, aber... Ja, Moment, Moment, fragt sich ja bloß, wen wird Ihre Tochter Ute heiraten? Das kann nämlich sein, dass ich zu spät bin. Kann aber auch sein, ich bin zu früh. Bin ich zu früh, ist gut, und komme ich zu spät... Ist auch gut. Aha. Genau. Und nun zu dem Bräutigam. Wieso? Nein, nicht sagen, bitte nicht. Ich muss nachdenken. Ach, nun weiß ich wieder, das ist Hans-Uwe Haller. Stimmt das? Ja. Ja, aber ist noch früh genug. Das ist ja wunderbar. Ja, was um alles in der Welt geht Sie das an? Also, Sie kommen hier so rein, so mir nix, dir nix, drängen sich hier auf. Also, sowas würde ich doch nie machen. Die Dern hat mich doch reingelassen. Und Sie haben mir eine Tasse Kaffee angeboten mit Milch und Zucker. Wer heißt das? Ich dränge mich hier auf. Der Frau Engel muss doch einen Grund haben, dass sie hergekommen ist. Möchten Sie uns den nicht verraten? Ja, bitte. Ich weiß nicht, was das ruhig, Mutter. Frau Engel, Sie sind dran. Ja. Danke. Also, das ist wegen der Hochzeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es tut mir ja leid. Was tut Ihnen leid? Ja, das ist... Es gibt keine Hochzeit. Keine Hochzeit? Ja, und was soll ich da mit meinem Smoking anfangen? Frau Engel! Was fällt Ihnen ein? Wie können Sie hier einfach so reinkommen? Auf der Stelle verlassen Sie mein Haus. Frau Engel, wie meinen Sie das? Warum regen Sie sich eigentlich so auf? Das ist doch nur wirklich nicht nötig. Habt ihr gehört, das ist nicht nötig. Ach, keine Angst. Ich habe das hier doch schon alles erlebt. Wort für Wort. Ja, nichts so ungut, aber was denn nur? Gute, bitte. Komm mal zu, Frau Engel, sonst trifft Mutter nach der Schlacht. Ja, nicht bloß Sie. Und bitte, Frau Engel, und ihr seid still. Das alles geht nur mich alleine was an. Also, dieser Hans-Uwe... Tut mir ja leid, aber der Bräutigam ist er nicht. Ich? Nee, ist er nicht. Kann mich im Moment nicht darauf besinnen, wer das sonst wohl wird, aber keine Angst, das fällt mir wieder an. Das habe ich gesagt. Es wird schon deutlicher. Also, tun Sie mir einen Gefallen und sagen Sie mir, warum sind Sie hier? Oh, böse Frau, das habe ich doch schon gesagt. Das war meine Pflicht, als Mensch sozusagen hierher zu kommen. Was mein Kuddel ist, der wollte das ja nicht. Aber Kuddel, habe ich gesagt, Kuddel... Das ist der Finger von Schicksal. Frau Forster ist genauso eine Mutter wie ich. Ja, aber nur 3-mal und nicht 7-mal. Ach. Kein Mensch wird dir das danken, hat mein Kuddel gesagt. Die schmeißen dich raus. Ja, das hat er gesagt. Und da hat er recht gehabt. Gut, habe ich gesagt. Über die Brücke muss ich dann gehen. Wenn es soweit ist, hübsch nicht. Das ist ein Zitat, hat unser Pastor bei einer Predigt gesagt. Nun kommen Sie doch endlich mal zu Pott. Ja, bin ich doch schon längst bei, beste Frau. Bin ich doch schon längst bei. Also, die Hochzeit von Ihrer Tochter Ute muss abgesagt werden. Da wird nichts von. Und ich bin bloß hergekommen, um Sie zu warnen. Ja, meine Zeit, das kostet doch alles ein Geld. Allein das Essen und Trinken und Kuchen und Blumen und für was? Für nichts und wieder nichts. Frau Engel, Sie haben uns bis jetzt immer noch nicht gesagt, warum aus der Hochzeit nichts wird. Oh, das habe ich gar nicht gesagt. Oh. Gott, mein arme Dian. Also, ich habe einen Traum gehabt. Sie hat einen Traum gehabt.
Nun ist aber genug. Also ich will da nichts mehr von hören. Och, Sie haben ja überhaupt noch nichts zu wissen gekriegt. Noch nicht mal die Hälfte von dem, was hier passiert, haben Sie zu wissen gekriegt. Ja, aber ich will auch nicht. Ich habe einen Traum gehabt. Ich habe alles gesehen, dieses Zimmer und Sie und alles, was ich geträumt habe, das passiert hier nun wirklich. Hm? Oh, ich habe Ihr Haus am Berg 23 ganz deutlich in meinem Traum gesehen. Und da habe ich zu meinem Kuddel gesagt, Kuddel, habe ich gesagt, da muss ich hin, ich muss die Leute warnen. Und wie ich hier ankomme, was soll ich Ihnen sagen? Da ist das genau das Haus, von dem ich geträumt habe. Und wie ich dann nur noch so stehe und mich wundere, wer kam da wohl aus dem Haus raus, ne? Sie. Nee. Doch, Peter, habe ich zu mir gesagt. Und was habe ich gesagt? Gar nichts, mein, Sie haben mich doch überhaupt nicht gesehen. Und was meinen Sie, ist dann passiert? Ist vielleicht wieder jemand rausgekommen? Genau. Hier, Fräulein Antje kam raus und ging die Straße runter. Und dann kam aus dem Nebenhaus ein Der mit dem Kinderwagen. Mensch, war ja richtig was los hier. Genau. Und die habe ich dann gefragt, sagen Sie mal, in dem Haus da, wohnt da nicht Familie Forster? Ja, hat sie gesagt. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Freund Ute nicht bald heiraten. Und was meinen Sie, was hat sie geantwortet? Ja, am zweiten Weihnachtstag. Also, Kinder, ihr könnt mir glauben. Mir war ja, als hätte ich einen mit einem Hammer vor Döns gekriegt. Ich also stand hier wieder zurück zu meinem alten Kuddel, habe ich gesagt. Kuddel, das ist alles wahr. Was soll ich denn nun machen? Und was sagt er? Vergiss das. Bloß vergiss das. Oh, Männer. Hätten Sie es mal getan? So ein Blödsinn habe ich mein Lebtag noch nicht gehört. Also. Sie haben doch eben selber gesagt, dass Sie sich hier in der Nachbarschaft nach uns erkundigt haben. Und da haben Sie ja alles zu wissen gekriegt. Also wirklich, Frau Engel, ich muss schon sagen. Das ist wahr. Das müssen Sie doch zugeben, Frau Engel. Ja, tue ich ja auch, Freunde. Tue ich ja auch. Das meiste von meinem Traum ist ja nur auch so verschwommen, nicht? Aber in dem Augenblick, als ich es geträumt habe, da war alles ganz deutlich. Könnt ihr mir glauben? Aber so nach und nach wird mir alles wieder einfallen. Zum Beispiel weiß ich genau, was gleich passiert. Die kleine Italienerin wird hier reinkommen mit einem Telegramm für ihn. Für mich? Wer schickt mir wohl ein Telegramm? Das ist von einem Knut. Knut Iversen. Er kann heute Abend nicht kommen. Das ist ja nicht möglich. Der ist doch gar nicht da. Nee, ich wollte mich heute Abend mit Knut treffen. Der kommt heute zurück. Das glaube ich nicht. Ja, ist aber so. Wenn das wahr wäre, kann ja nicht angehen. Abwarten. Scusi, Signora. Eine Telegramme für Ihnen. Danke, Bella. Prego. Mach das doch auf. Ja, brauche ich doch nicht. Ist doch klar. Knut kann nicht kommen. Mach das auf, Peter. Ja, gut. Kann heute Abend leider nicht kommen. Melde mich morgen, Knut. Ich werd verrückt. Was habe ich gesagt? Sie kennen sich ja einen bei der Post. Unheimlich ist das. Frau Engel, gehen Sie bitte und kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Wenn nur aber aus der Hochzeit wirklich nichts wird. Gute! Ich habe ja gesagt, wenn. Da wird ein anderer Typ aufkreuzen. Ein anderer Typ? Wer? Ja, da tut mir leid, kann ich mich im Moment nicht auch besinnen. Ja, was ich gesagt habe, alles Blödsinn. Ich kann da bloß überlachen. Und das hier? Genau, ich habe mich auf das Telegramm besinnen können und da fällt mir der andere Typ bestimmt auch wieder ein. Und noch was. Nachher muss ich da rein. Da steht so eine alte hässliche Uhr drin. Die geht überhaupt nicht mehr. Die ist genau auf 4:10 stehen geblieben. Was fällt Ihnen ein? Wie können Sie über das Hochzeitsgeschenk von meinem Vater so reden? Hochzeit? Mensch, da müsste ich ja nur noch schämen. So eine Uhr, ich geht. Ha, nun weiß ich das. Sie haben durchs Fenster geguckt und da haben Sie es denn gesehen. So, auch dass Ihr Vater Wilhelm Kittel hieß. Das steht wenigstens auf der Uhr. Also das kann sie wirklich nicht durchs Fenster gesehen haben. Nein, das kann ich auch nicht. Ach, und noch was. Gleich kommt Ihr Mann hier rein. Er wird sagen, schönes Wetter draußen, dann wird er sich die Hände reiben. Und dann wird er sagen, wer ist das denn? Damit meint er mich. Was, Frau Engel, bitte gehen Sie jetzt. War wirklich spaßig, Ihre Geschichte. Ja. Zu spät. Oh, sag bloß, Vater, nichts von dem ganzen Kram hier. Ja, danke schön. Oh.
Schönes Wetter draußen. Wer ist das denn? Nicht so ungut, aber ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Noch nicht. Wer ist diese Frau? Ach ja, mein lieber Hein, das ist Frau Engel. Ja, mein Mann. Das weiß ich doch. Ja, Frau Engel wollte gerade gehen. Ja, dann auf Wiedersehen. Na, wie geht's der jungen Braut? Viel zu tun, was? Sie feiert bald Hochzeit. Weiß ich doch besser, Mann, weiß ich doch. Darum bin ich doch hergekommen. Ja, weil sie gratulieren wollte, Hein. So. Ja, ja. Aber nun müssen Sie gehen, Frau Engel. Sie haben doch sicher einen weiten Weg nach Bünderup. Ja, Bünderup, mein lieber Hein. Bünderup. Ja, ja. Das war nett, dass Sie hier waren, Frau Engel. Ja, wirklich nett. Ja, ne? Den will ich, Mama. Denken Sie aber daran, was ich gesagt habe, ne? Gesagt? Ja, was denn? Ach, ja, mein lieber Hein, also Frau Engel, die meinte, dass, sie meint, dass aus meiner Hochzeit nichts wird. Nichts wird? Das ist doch Blödsinn. Ist doch alles klar. Die Hochzeit wird gefeiert, da könnt ihr euch drauf verlassen. Ja, wirklich, Frau Engel, bitte gehen Sie jetzt. Sie haben Ihren Spaß gehabt. Ja, wir haben alle sehr gelacht. Gelacht? Warum? Weil du gerade reingekommen bist. Und Telegramm gekommen bist. Und die Uhr im Arbeitszimmer ist 10 Minuten vor 4 stehen geblieben. Und Ute guckt sich nach anderen um. Ich bin mal ganz sinnig. Wer ist das, nachdem Ute sich umguckt? Ja, darauf kann sie sich nicht besinnen. Ute, kann doch nicht wahr sein. Eine Woche vor deiner Hochzeit guckst du dich nach dem anderen um? Das habe ich doch auch schon gesagt, mein lieber Hein. Oh, wir haben uns schon viel zu doll über das zweite Gesicht von dieser Frau aufgeregt. Bitte, Frau Engel, gehen Sie jetzt endlich. Zweite Gesicht. Spöttenkickersches. Und ich habe schon gedacht, ihr seid alle durchgedreht. Vater? Ja? Sie hat einen Traum gehabt. Ja, einen Traum, der mich angeht. Und über den will ich jetzt alles wissen. Bitte, Frau Engel. Ja, aber gerne. Und so wie ich Frau Engel kenne, wird sie dir auch alles erzählen. Und wie ich Vater kenne, wird sie das nicht. Da hast du ganz recht, Elvi. Von solchen Blödsinn will ich nichts hören. So. Gib mir bitte mal eine Tasse Kaffee. Ja. Ist das Ihr bestes Kaffeeservice oder bloß das für jeden Tag? Mein bestes und für jeden Tag. Oh, gleich lässt er seine Tasse fallen. Oh, weg mit der Tasse, Vater, und trink heute bloß keinen Kaffee mehr. Warum denn nicht, verdammt nochmal? Du kennst Frau Engel nicht. Das will ich auch gar nicht. Ich komm nach Hause, hab einen schweren Tag hinter mir gehabt. Da darf ich noch nicht mal eine Tasse Kaffee trinken. Sag mal, seid ihr denn alle durchgedreht? So was Dummes. Na! Vater, ja. Frau Engel hat gesagt, dass das mit mir und Hans-Uwe nichts wird. Was hat die denn damit zu tun? Für nichts. Sie hat gewusst, dass Peter ein Telegramm kriegt. Ja, Beweis Nummer 1. Und sie hat von Opas Uhr gewusst. Beweis Nummer 2. Und sie hat gewusst, was du sagst, wenn du reinkommst. Ja. Beweis Nummer 3. So ein Tünkram habe ich mein Leben fast. Beweis Nummer 4. Jetzt kommst du. Was habe ich gesagt? Du bist das Service nichts mehr wert, ne? Heinrich! Ja. Wie kannst du bloß? Ja, ich hab's ja nicht mit Absicht gemacht. Oh, gehen Sie. Bitte gehen Sie, bevor noch mehr kaputt geht. Wieso? Ich war das doch gar nicht. Er war das. Ich habe hier ganz ruhig gesessen. Ich habe es nur gewusst. Bitte gehen Sie. Aber nicht so ungut. Du gehst das hier doch erst richtig los. Was? Ja. Von dem Service wissen wir ja noch nicht alles, ne? Ja, ich kann mich nicht mehr genau darauf besinnen, wer das nun kaputt macht. Aber dass das Ganze zu Bruch geht, das steht fest. Antje, Bella soll kommen und das Geschirr rausbringen. Nee, bloß nicht. Ja, dann mach du das, Antje. Nee, ich kann mich bremsen. Ute. Meinst du, ich will mich mit Mutter erzürnen? Peter. Nee, Vater, das mache ich nicht. Nun lassen Sie mal, ich mach das schon. Nee, lassen Sie Ihre Finger davon. Ja, nun sag mal. Wir können doch nicht ewig und 3 Tage hier sitzen und das verdammte Geschirr angucken. Hm? Ich habe eine Idee. Ja. Wenn Hans-Uwe nachher kommt, dann kann er das ja raustragen. Er lässt es dann fallen und fliegt für immer aus dem Haus. Na, was sagt ihr dazu? Die Idee ist nicht schlecht, aber nee, so war das nicht. Ja, wie denn, verdammt nochmal? Ich weiß nur, dass Fräulein Ute diesen Hans-Uwe nicht heiratet. Aber das andere, das fällt mir bestimmt wieder ein, wenn das dicht davor ist. Verstehen Sie? Nee, kein Wort. Ja, ich gebe ja zu, ist alles ein bisschen schwer zu begreifen. Aber glauben Sie mir, das ist ja nicht mein erster Traum gewesen. Oh ja, nee. Letzte Nacht
zum Beispiel habe ich den Sieger von dem Pferderennen in Elmshorn geträumt. Ganz deutlich. Ich habe sogar seinen Namen gewusst. Ja, und? Als ich aufgewacht bin, hatte ich ihn vergessen. Da hat nicht viel dran gefehlt, mein Kuddel wäre durchgedreht. Ruhig, Kuddel, habe ich gesagt, ruhig, der fällt mir doch bestimmt wieder ein. Ja, und so war das denn ja auch nicht. So. Ja, in dem Augenblick, als ich hier in die Tür kam und ihr Pferd zu, ihre Frau zu sehen gekriegt habe. Das Pferd hieß nämlich auch Elfriede. Ist denn doch? Reiß mir aber! Hein, riech dich nicht auf. Nee, sag mir lieber, was mit meinem Service passieren soll. Nichts. Gar nichts. Pass mal auf. Jeder nimmt seine Tasse. Ich nehme das Tablett mit dem Rest. Und dann bringen wir es alle zusammen in die Küche. Klar? Wenn das bloß gut geht. Ach, selbstverständlich. Los, Kinder. Ja. Das Sie nicht. Das hat mir gerade noch gefehlt. Loslassen. Nee, nicht loslassen. Mein Service. Ja, nur Elke, dem Lungen. Milchpott da oder was da noch so Wände, ja. Hat nun jeder seine Tasse. Ja, so ist gut. So kann gar nichts passieren. Ute! Ja. Du gehst zuerst. Ich? Ja, bitte. Antje! Peter! Ja. Ich glaube, wir sehen ganz schön bescheuert aus. Nichts am machen, das Schicksal geht seinen Gang. Oh ja, mein lieber Heinz, du bist ja großartig, du. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ja, aber was ist jetzt mit den Beweisen 1, 2, 3 und 4? Zufall. Nichts als Zufall. Na, mein Herr, ist das Service zu Bruch gegangen? Siehst du, die liebe Frau Engel hat sich versehen. Sollst sehen, am zweiten Weihnachtstag bist du als Uwes Frau. Och, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ja, und nun zum letzten Mal. Gute Nacht, Frau Engel. Recht hast du, Elfi. Gehen Sie nur nach Haus und träumen Sie da weiter. Ja, aber bitte nicht von uns. Wenn Sie meinen. Tschüss, Frau Engel. Hat mich gefreut. War lustig. Lustig? Na, ich weiß nicht. Gute Nacht, Frau Engel. Gute Nacht. Ich bin sicher, dass Sie das gut gemeint haben. Hab ich auch. Will hoffen, dass du glücklich wirst, mein Dern. Danke, das wünsche ich mir auch. Na ja, denn bis die Tage. Ja, ja. Was habe ich gesagt? Hand des Schicksals. Oh, mein Service. Was heißt denn Muschi, die verdammte Katze? Aber warum hast du es nicht stehen lassen? Na, ich habe abwaschen wollen. Ja. Ich habe genommen die Tablette und da liegen Muschi. Ja. Ich habe nicht gesehen und klar. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Und das ist alles ihre Schuld. Ich hab doch nur gesagt, dass das passiert. Ach, was? Komm mit, Bella. Was ist denn das? Ja. Ich sage, du musst immer die Füße gehen, wenn du eine Füße. Von jetzt an bin ich ein Engel-Fan. Ich mach nichts mehr, bevor ich nicht unser Orakel befragt habe. Bitte, bitte, Frau Engel, träumen Sie von mir. Aber ich auf Befehl kann ich sowas doch nicht. Nein, das kommt immer einfach so über mich. Peter, geh doch mal weg. Frau Engel, Sie haben doch gesagt, meine Tochter Ute guckt sich nach einem anderen um. Genau. Wer ist das? Abwarten. Das fällt mir bestimmt wieder ein. Frau Engel, denken Sie nach. Denken Sie nach, Frau Engel. Was meinen Sie denn, was ich die ganze Zeit hier tue? Mir ist doch schon ganz blümerang. Ist der groß, dunkel, schlank. Und der klein und dick? Tut mir leid, ich sehe ihn nicht deutlich, Kinder. Konzentrieren, Frau Engel. Sie müssen sich konzentrieren. Ohne Konzentration wird das im Leben. Ach Mensch, und pusten Sie doch nicht immer. Da bin ich doch so kittelig. Ha! Nun weiß ich. Er hat etwas mit Wasser zu tun. Mit Wasser? Uh-huh. Vielleicht Matrose? Oder ein Vertreter für Mineralwasser? Wer ist das denn? Das ist der Schneider. Die Schneider? Das habe ich gesagt. Ute, die Handprobe. Oh, aber ich kann doch jetzt. Nee, Mama, geh mal ruhig. Du hast ja gehört, Frau Engel kann sich auf nichts mehr besinnen. Geh ruhig, Oh, wenn Ihnen noch was einfällt, Frau Engel, bitte sagen Sie mir Bescheid. Ui, mein Kind, kannst du dich drauf verlassen? Die gnädige Frau sich da hinlegen. Sie sagen, erst wiederkommen, wenn Frau da weg sein. Sie? Ja, danke schön, danke schön.
Jetzt haben Sie eine Freundin mehr. Nur getan, was ich musste. Frau Engel. Ja, ist gut, ich konzentriere mich ja schon. Nee, nee, nun lass doch mal, das will ich ja gar nicht. Wenn ich mich nicht konzentriere, dann kann ich mich auch nicht besinnen. Das sollen Sie auch nicht. Ja, was denn nun? Erst soll ich denn so üben? Bis nun kamen Sie mir eigentlich ganz vernünftig vor. Ja? Frau Engel, ich war vorhin wohl so ein bisschen... Naja, Sie wissen ja, wie es geht. Ich hatte einen schweren Tag im Betrieb, komme nach Hause... Ich soll mich also doch wieder kommen. Nee, nee, nun lass Sie doch mal, das will ich ja gar nicht. Ich wollte sagen, ich war vorhin so ein bisschen... bisschen unfreundlich gewesen. Aber Sie müssen zugeben, dass es für mich auch ein Schock war, als ich hier reinkam. Mich und zu sehen gekriegt haben. Ja. Was? Naja, so meine ich das nicht. Ich wollte sagen, ich war durcheinander. Ich war. Wie vom Blitz getroffen. Du sagst es, Peter, ja. Es war alles ein bisschen viel für mich. Ich habe ja ganz sogar vergessen, dass Sie Gast in meinem Haus sind. Ja, als ich Sie zum ersten Mal sah, habe ich gleich gedacht, das ist eine Frau von Welt. Na, nun bleiben Sie mal auf dem Teppich, ne? Nee, nee, eine Frau von Welt und Mutter. Sie sind doch Mutter. Oh ja, sogar siebenmal. Siebenmal. Peter, eine Frau von Welt. Eine Frau mit Erfahrung. Ja, kannst ja schlecht sieben Kinder kriegen und nicht wissen, wie das gemacht wird. Das stimmt allerdings. Wie alt ist denn Ihre Älteste? Unsere Gerti, ja? Bald 26. Ach, eine richtige junge Dame. Ach so, ich will ja nichts gegen meinen Kuddel sagen, ne? Aber zum Glück schlägt sie ganz nach mir. Auf Ihre Gerti sind Sie wohl so richtig stolz, was? Genau, die ist Zucker. Ja? Sie ist schon verheiratet? Nee, noch nicht. Aber verliebt? Sie können aber auch fragen. Klar doch. Abends ist die gute Stube immer für uns gestorben. Denn sitzen die beiden in Düstern auf dem Sofa, ohne Fernseher an. Na, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, ob ich das weiß? Na, ich glaube, Sie haben früher auch nichts anbrennen lassen. Also, Ihre Gerti ist verliebt. Und Ihr Freund? Harald Winter, auch ein netter Junge. Ja, Klempner. Oh, tüchtiger Klempner. So, Peter merkt das. Harald Winter Klempner. Ja, ist hier schon drin. Also, was der alles aus unserem Klo gemacht hat, das überhaupt nicht zu schreiben. Ja, also, das hat er alles modernisiert. Er war mal knapp mit Gerti zusammen. Ja, nicht mehr von wegen hier oder auf den Knopf drücken, nee. Brauchst bloß noch psch zu machen. Hm? Ja, das macht richtig Spaß, so psch. Das ist von wegen Computer, alles elektronesisch. Also, wenn Sie Lust haben wollen, auch mal psch machen, kommen Sie gerne mal vorbei bei uns. Besten Dank für die Einladung. Oh, gar nicht für. Und wann will Ihre Gerti ihn heiraten? Im Sommer. Ja. Ja, sehen Sie mal, Frau Engel, was Ihr Harald als Klempner ist, das ist unser Hans-Uwe im Geschäft. Ein Ass. Was Ihre Gerti für Harald ist, ist meine Ute für Hans-Uwe. Das ist ja alles ganz gut und schön, aber was ist denn nun mit dem anderen Kerl? Den gibt's doch bloß in Ihrem Traum. Bis nun ist aber alles eingetroffen, was ich geträumt habe. Ja, 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 nun wissen wir ja Bescheid und können uns darauf einrichten, wenn wirklich mal so ein Kerl aufkreuzen sollte. Nun weiß ich wieder, was kommt. Darauf kann ich mich besinnen. Sie geben mir gleich 100 Mark. Ich hatte eigentlich mehr an 50 gedacht. Ja, aber geben tun Sie mir 100. Und Augenblick mal, da ist noch... Ja, das ist ja gut. Lassen Sie doch mal, da ist noch was. Ja. Du, klick. Gleich geht das Telefon. Ist er Haller, will mit Ihnen sprechen. Bitte. Soll ich rangehen? Ja, bitte. Foster Junior? Wer? Ja, natürlich. Einen Augenblick. Walter Haller, für dich. Bitte, was habe ich gesagt? Danke, Peter. Ja, weiter, wie geht's? Mir ausgezeichnet, ja. Ute auch. Ja, ist gerade meine Anprobe. Mhm. Naja, nun dauert es ja nicht mehr lange, ne? Oh, glaubst du. Was denn heute Abend? Ja, und Hans-Uwe auch. Das habe ich auch gewusst, dass die beiden heute Abend kommen. Ja, wir freuen uns sehr. Ja, natürlich. Ach ja, die Papiere. Ja, ich würde sagen, nach dem Abendessen, nicht? Ich muss sie ja auch noch prüfen, aber ich bin sicher, dass alles in Ordnung ist. Ja, sagen wir doch 8:30, nicht? Ja, tschüss. Tschüss, alter Junge. Ich weiß auch, dass Sie sein Kompagnon werden wollen. Was? Was wissen Sie von Hallers? Ich kenne Sie alle beide. Alle beide? Ich habe Sie doch in meinen Traum gesehen. Passen Sie mal auf. Der Alte, der kommt immer so. Ach,
Das ist doch. Und der Junge, der kommt immer so. Ja. Frau Engel, nun wollen wir doch mal sehen, was Sie für 100 Mark alles vergessen können. Bitte schön. Oh, danke. Ja, und was passiert nun? Nichts. Gar nichts. Sie gehen jetzt nach Haus. Gute Nacht, Frau Engel. Was gibt's, Bella? Ihr Mutter fragen, ob Sie da schon weg seien. Sagen Sie meiner Frau, dass sie gerade geht. Gute Nacht, Frau Engel. Sie haben doch alles vergessen. Gute Nacht und vielen Dank für hier. Ne? Peter bringt Frau Engel raus. Ja. Ja. Also das gibt das nicht. Ja, was ist denn nun schon wieder? Na, das Peter. Ja? Ja, in meinem Traum hängt das da nicht, wenn die beiden Allers kommen. Sehen Sie, Frau Engel, auch Sie können sich mal irren. Das Bild hat da immer gehangen und das bleibt da auch hängen. Gute Nacht, Frau Engel. Na, das wollte ich aber auch meinen. Hören. Nee, wenn Vater noch ein Wort über diese Frau Engel sagt, dann drehe ich durch. Nee, doch bloß, dass niemand etwas über sie sagt, wenn nachher Hans-Uwe und sein Vater kommen. Oh, Frau Engel, die ganze Zeit. Nur immer Frau Engel. Ich konnte fast keinen Happen mehr runterkriegen. Danke, Bella. Bitte sehr. Weißt du, Mutter, Vater ist das Bang, dass Peter seinen Mund nicht halten kann. Oh, Peter wird sich schon zusammennehmen. Ich komme immer noch nicht darüber weg, dass sie das alles gewusst hat. Mit dem Telegramm. Und alles andere auch. Wenn du mein Service meinst. Aber das war doch merkwürdig, oder? Du hör davon auf. Also ich mach von dieser Frau nichts mehr hören. Aber ja. Sie hat das doch nicht kaputtgeschmissen. Ach was. Sie muss ein Medium sein oder sowas. Ja, aber nun sind wir sicher los. Vater hat ja mit ihr geredet und sie hat eingesehen, dass sie sich versehen hat. Hm. Ja, das hat eigentlich Spaß gemacht. Ich war immer ganz gibberig, was sie wohl noch sagen würde. Sie hat zu viel gesagt. Viel zu viel. Ach, lass mich mal durch. Ich habe noch mit den Briefen zu tun. Und wenn Vater kommt, dann sagt ihm doch, wo ich bin, ne? Mein Gott, was für ein Tag. Hey, Ute. Ute. Ja? Denkst du immer noch an Frau Engel? An wen denn wo sonst? Sag mal, glaubst du das alles? Ach, was? Und du? Hast du einen anderen? Nee, jedenfalls keinen, der was mit Wasser zu tun hat. Antje, das ist doch lachhaft. Eine Woche vor meiner Hochzeit. Ja, und so bist ja nicht gerade eine Schönheit. Aber er ist ein lieber und netter Mann. Ja. Ja, du kriegst einen guten Schwager. Ja, das stimmt. Oh Gott. Ich bin Vater abgehauen. Was heißt das, Vater abgehauen? Naja, beim Essen hat er ja noch mit uns allen über das Orakel gesprochen. Hinterher hat er mich allein in der Mangel gehabt. Ich bin schon ganz durcheinander. Wenn Hallers nachher kommen, glaube ich, kann ich von nichts anderem erzählen als von Frau Engels. Gediegen, ne? Komplex, sag mal wohl dazu. Mann, keine Angst, es gibt bloß einen, der alles ausplappern wird und das ist Vater. Na, das kann ja lustig werden. Wir versuchen, Vater ruhig zu halten und er versucht das bei uns. Ja, aber warum sollen wir ihn ruhig halten? Was? Ja, das alles geht doch nur mich und Hans-Uwe was an. Warum soll er das nicht zu wissen kriegen? Gleich mit Kaffee. Und wo ist Mutter? Im Arbeitszimmer. Sie hat noch mit den Einladungen zu tun. Ja, ist gut. Also, alles ist so, als wenn dieses Frauenzimmer nie hier war. Fängst du schon wieder an? Ich fange nicht schon wieder an. Ich will bloß nicht, dass meine Familie sich durch ihren Besuch durcheinander bringen lässt. Die Frau ist sicher so ein bisschen, naja, ist ja auch egal. Sie ist gegangen und hat zugegeben, dass sie sich geirrt hat. Ah, hat sie? Ja. Na, dann ist ja alles klar. Ja. Oh, das sind Sie. Noch ein bisschen früh. Umso besser. Und kein Wort. Ich schweige wie ein Grab. Gut, Peter, wir beide gehen mit dem alten Haller nach nebenan. Du gehst mit Mutter am besten raus. Ich glaube, Ute und Hans-Uwe haben noch ein bisschen was zu besprechen. Wegen ihrer Zukunft und so, ne? Ja, wo bleiben Sie denn, Peter? Sieh doch mal nach, bitte, ja? Niemand da? Ist ja komisch. Hat doch geklingelt, oder? Bella! Bella! Bitte sehr.
Hat es nicht eben geklingelt? Sie? Ja und? Wer war es? Signora! Sie, sie! Donny, Frau Engel! Sie, ja! Wo ist sie denn? Ich habe gesagt zu sie, wenn ich weggehe, ich verliere meinen Job. Hm. Ja, genau. Und was hat sie gesagt? Das kommen alles, wie kommen muss. Die Schicksal man nicht weglaufen können. Wer ist das jetzt? Hallas oder Frau Engel? Ja. Bella, sehen Sie nach. Sie. Mann, oh Mann, was für eine Spannung. Na? Scusi, Signori, ich habe keine Schuld. Wieder, Signora Engel. Schicken Sie sie weg, Bella, schicken Sie sie weg. Ich habe am zugeknallt hier. Was kann ich da tun noch? Na, Gott sei Dank, dann ist sie weg. No, no. Sie sitzen auf Treppe. Sie sagen, wenn loswerden wollen, Sie machen selber. Ich ergehe wieder in Kirche. Bella, sie sind entlassen. Sus Bad, ich habe schon gekündigt. Das ist doch nicht das. Ja, was denn nun? Hallas kommen doch gleich. Peter, geh raus und sprich du mit ihr. Hey, das mach du, Mann. Ich geh. Ja, das hat mir gerade noch gefehlt. Du bleibst hier. Sus Bad, ich habe schon draußen. Das gibt was. Wäre besser gewesen, Peter, du wärst gegangen. Ich? Wieso? Geht mich doch nichts an. Und überhaupt, ich bin ja ein Engel-Fan. Ja. Wenn Ute ihre Hochzeit nicht platzen lassen will, dann schickt sie den Engel zum Teufel. Hallo, da bin ich wieder. Niemand kann seinem Schicksal entfliehen. War das nicht so? Genau, mein Schnack. Aber Schicksal, gehen Sie jetzt und ich rufe die Polizei. Och, nix doch, mein bester Mann, das tun Sie nicht. Ich weiß doch Bescheid. Hier wird zwar noch allerhand passieren, aber Polizisten spielen doch nicht mit. Was wird es denn nur noch geben, Frau Engel? Ganze Menge, meint ihr, ganze Menge. Aber erstmal freue ich mich nur, dass ich die Hallas kennenlerne. Ja, das hat mir gerade noch gefehlt. Zum letzten Mal raus. Raus! Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen, ich lerne die Hallas kennen. Niemand kann seinem Schicksal entfliehen, Vater. Sag das nicht nochmal, Pietro. Ich weiß nicht, was ich tue. Oh, Sie dürfen sich gar nicht aufregen. Das ist nicht gut für Sie. Nun wollen wir mal ganz ruhig über alles reden. Nee, verdammt nochmal. Doch, Vater. Das geht hier um meine Zukunft. Ich will jetzt alles wissen. Aber Ute, du musst doch einsehen. Doch, Peter, sag du doch auch mal was. Also, Frau Engel, warum sind Sie zurückgekommen? Darf ich mich hinsetzen? Ja, bitte. Danke. Also, ich musste zurückkommen. Zwang. Verstehen Sie? Als mir nämlich Ihr Vater das Geld gegeben hat, da habe ich gedacht... Was hat er? Hat er 100 Mark hat er mir gegeben, dass ich verschwinde. Aber Vater, du hast doch gesagt, Frau Engel wäre gegangen, weil sie sich geirrt hat. Ja, ich habe gesagt, also alles, was ich gesagt habe, Papa, da papp, sowas. Warum um alles in der Welt hat dieses Frauenzimmer ausgerechnet von uns träumen müssen? Also redet man denn so über eine Frau von Welt? Mensch, nichts wie Ärger habe ich hier. Bloß weil ich so düsig bin und wollte euch helfen. Hätte doch schon längst im Haus sein müssen. Wenn mein Alter nun kommt und das Essen steht nicht auf dem Tisch. Oh, hau. Ja, dann verschwinden Sie doch. Ich halte Sie nicht zurück. Gleich kommt Ihre Frau da raus. Erstmal müssen Sie mit der fertig werden. Was sagst du jetzt, Vater? Sie hat nicht gewusst, dass Mutter im Arbeitszimmer ist. Und wenn Frau Engel sagt, dass sie gleich rauskommt, dann kommt sie auch. Kann's Gift draufnehmen. Frau Engel, mein Vater hat Ihnen also 100 Mark gegeben. Ja, leid, mein Dirk, aber was soll ich denn machen? In meinem Traum war das nun mal alles so, nicht? Und ich konnte auch gar nicht anders. Ich musste wieder zurückkommen. Und das kam so. Gerade wie ich in den Bus steigen wollte, da hat es wieder Klick gemacht. Klick, aha. Ja, Klick. Und wieder konnte ich mich auch ein bisschen mehr besinnen. Mir wäre es ja auch lieber gewesen, wenn alles auf einmal zurückgekommen wäre. Aber was soll's denn machen? Shit. Genau, aber so deutlich wollte ich das natürlich nicht sagen. Man weiß ja, was ich gehört, nicht? Zum Beispiel die Hochzeit. Also ich kann sie beim besten Willen nicht sehen. Ich sehe immer bloß, dass sie sich in einen anderen verlieben. Aber wer das nun ist und wie der aussieht, das sehe ich nicht. Noch nicht. Aber nun, für diesen Moment bin ich sozusagen Optodate. Sie wissen, was ich meine, ne? Nee. Nicht? Naja, also erstmal muss ich nun den Blauen wieder zurückgeben. Tut mir ja leid, ich könnte ja viel besser selbst gebrauchen. Naja, in meinem Traum war das nun mal so. Aber nun weiter. Gleich kommt nämlich Ihre Frau da raus. Und dann dauert es nicht mehr lange, dann kommen die Hallas. Und dann muss ich da rein. Gott sei Dank. Wenn Sie da drin sind, können Sie die Hallas gar nicht kennenlernen. Oh doch, tut mir ja leid für Sie, nicht? Aber ich weiß ja, wie die Hallas aussehen. Also muss ich sie ja auch kennenlernen, ne?
Dann bleiben Sie doch gleich hier. Das kommt, wie es kommen muss. Und das ist auch richtig so, Frau Ich denke, ich war verrückt. Dein Leben, Ute, ruiniert. Kaputt. Wir alle ruiniert. Kinder, das gibt einen Skandal. Und alles bloß, weil diese Hexe zum Blödsinn geträumt hat. Hexe? Ja. Blödsinn. Oh, ruhig, Clara. Ganz ruhig. So, nun will ich Ihnen mal was sagen. Gleich kommt Ihre Frau da raus. Und dann wird sie sagen, Heinrich, haben wir eigentlich Kramers eingeladen? Und dann sieht sie mich. Und dann geht der Krach hier erst richtig los. Aber ich bin ja fein raus. Ich weiß ja, was passiert. Aber ihr nicht. Heinrich, haben wir eigentlich Kramers eingeladen? Na? Schicksal! Heinrich, du bist der Mann! Schmeiß sie raus und ich dreh durch! Elfi, ganz, ganz ruhig, mein Schatz, ganz ruhig, Elfi. Dreht sie durch? Noch nicht, ich sag Bescheid, wenn das Heinrich, schmeiß sie raus! Keiner will sie hier haben! Ich glaube, ich falle in Ohnmacht! Elfi, fällt sie? Nee, ich sag vorher Bescheid. Aber erstmal kommen nur die Hallas. Ja, Ute, du tun doch was! Frau Engel bleibt hier! Ja, bist du verrückt? Ich will, dass Hans-Uwe mit ihr spricht. Ja, das wird ihm das Herz brechen, so lieb wie der dich hat. Da, das sind Sie! Ja, was denn nun? Das Arbeitszimmer. Hm? Und bis dahin müssen Sie mich doch abschieben! Elfi, pass auf! Hans-Uwe, mein Junge, komm zu mir. Schön, schön, dass du da bist. Na, Ute, alles klar für den großen Tag? Wenn ich ehrlich sein soll. Ja, klar, ist alles klar, ist doch klar. Ja, und das Brautkleid, süß. Freut mich. Naja, so ab und zu muss man ja mal nach dem Rechten sehen, nicht? Pannen können wir nicht gebrauchen. Nee, bloß nicht. Ja, danke. Ja, was ich sagen wollte, wie wär's denn mit Whisky? Ja, Peter, man zu schenkt ein. Hallo, war das kalt heute, ne? Kalt? Im Gegenteil, das ist viel zu warm für diese Jahreszeit. In der Zeitung stand, dass wir den wärmsten Winter haben seit 10 Jahren. Ah, wirklich? Du hast dir da wohl nichts aufgesagt, Herr Friede. Eine erkältete Schwiegermutter können wir nicht gebrauchen. Ist nicht so, Hans-Uwe? Nee, bloß nicht, Vater. Ja, wir wollen hoffen, dass das keine Grippe wird. Ja. Dann kriege ich sie auch. So was fliegt mich an. Aber denkst du hin, Hans-Uwe? Nee. Peter, nun mach doch zu! Ich kann doch nicht hexen. Na, Ute, schon aufgeregt? Wenn ich ehrlich sein soll. Das hat aber Zeit, Peter, danke schön. Bitte, Walter, bitte schön. Danke. Bitte, Hans-Uwe. Warte mal hier. Auf unser Brautpaar. Und dass alles klappen wird. Oh, da bin ich gar nicht ängstlich, Vater. Das wird es sicher. Hans-Uwe, ich War das kalt heute nicht! Ja. Bleibe. Meint ihr nicht auch? Oh, weiter, mach's noch einen. Nee, danke, ich hab ja noch. Sag mal, bist du auch wirklich auf dem Damm, Elfriede? Ach, ja, doch. Ja, gewiss doch. Apfelsinen? Ja. Du solltest Apfelsinen essen. Leute, die Apfelsinen essen, sind immun gegen Grippe und alles sowas. Ja, immun. Hier, Mutter, davon haben wir genug. Das Beste ist Heißbaden mit Whisky und 2 Aspirin. Gibt nichts Besseres. Ute, du fühlst dich doch gut, mein Herr. Oh, mir fehlt nichts. Ich wollte Ute sagen, eine Apfelsine. Man kann nie wissen. Lass mich doch damit zufrieden. Und wie steht's mit dir, Hein? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Hab mich nie besser gefühlt. Wenn man bedenkt, was die Wirtschaft so Jahr für Jahr verliert durch Grippe. In die Millionen geht das. Millionen. Wollen Sie da nicht doch lieber eine Apfelsine? Also doch mit deinen albernen Apfelsinen zufrieden, Peter. Ach, Herr Ute, wie sieht dein Brautkleid denn aus? Wunderschön. Und dein Kleid, Antje? Oh, auch süß, Walter. Darf ich jetzt endlich mal was sagen? Millionen!
ist ganz recht gehabt, Walter. Millionen. Ja, was um alles in der Welt meinst du? Grippe. Das haben wir doch schon abgehakt. Eskimos erkälten sich nie, habe ich mal gelesen. Ist doch gediegen, nicht? Wenn man so bedenkt, wo die leben müssen. Immer kalte Füße und so, nicht? Lebertran. Lebertran, genau das ist es. Lebertran, Walter. Hallo, was? Keine Apfelsinen? Aber Peter, Apfelsinen gibt's da doch gar nicht. Am Nordpol. Dann möchte ich auch kein Eskimo sein. Stell dir doch mal vor, keine Apfelsinen. Ich wollte euch sagen... Ja, Ute, was wolltest du sagen? Ich wollte euch sagen... Ute, was wolltest du sagen, Walter? Ja, mir fällt gerade ein, haben die Kramers eigentlich auch zugesagt? Oh, ja, ja, haben sie. Schön, nicht? Ja, so ein Politiker ist immer wichtig fürs Geschäft. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Ein Geschäftsfreund aus Hamburg kommt nachher hier vorbei. Wir werden mit ihm zusammenarbeiten, Hein. Hast doch nichts dagegen, dass er herkommt. Geht dich ja nur auch was an, nicht? Ja, bleib so 2 Wochen bei uns über Weihnachten. Ist doch klar, Walter. Deine Freunde sind auch meine Freunde. Ja, so, und nun das Geschäftliche. Die Papiere für unsere Partnerschaft habe ich mitgebracht. Und gleich nach der Hochzeit wird dann aus Haller und Sohn und Forster und Sohn Haller, Forster und Söhne. Ja. Ein großer Tag, Walter. Ja, ist wohl am besten, wir gehen eben in dein Arbeitszimmer. Natürlich, komm doch. Heinrich! Ja, oh, warte einmal, mein Arbeitszimmer, das geht ja nicht. Ja, warum denn nicht? Nee, wir haben den Maler. Den was? Den Maler, Walter, den Maler haben wir. Du glaubst ja gar nicht, wie es da drüben aussieht. Oh, Telefon. Setz dich doch einen Augenblick. Einen Moment, entschuldige bitte, Telefon, ja? Ja, so, Forster? Forster, ja. Was denn? Wen wollen Sie sprechen? Ihre Alte? Ja, geben Sie mal her, das ist für den Kuddel, was willst du? Ja, klar bin ich hier. Was denkst du denn nun, wo ich bin? Ach, Kuddel, hör doch auf. Ach, Mensch, denn geh doch in die Frittenbude und iss eine Currywurst. Wisst ihr, stell dich doch nicht so an, Mann. Der ist doch manchmal wie so ein lütsches Köher, ne? Kuddel, war ja. Ja, nur hör doch mal zu. Du, ich hab mit allem recht gehabt. Mit allem. Unheimlich, ne? Ja. Ja, auch nur sei still. Geh essen, hörst du? Sauf nicht so viel. Nee, Kuddel, hör Kardel, hör mal. Nun ist er weg. Fein Kerl, mein Alter, ne? Wer ist das? Ich hab sie gleich erkannt. Ja. Wer ist diese Frau? Ja, sie ist meine Hilfe. Ja, sie hat gerade bei uns reingemacht. Auf Wiedersehen, Frau Engel. Tut mir leid, das ist noch lange nicht so weit. Das ist Frau Engel. Ach, guten Abend, Frau Engel. Guten Abend. Wie geht's? Danke, mir geht es gut und Ihnen? Ja, guten Abend. Ja. Was haben Sie da drin denn noch gemacht so spät? Ja, auf den Anruf habe ich gewartet. Ja. Ihr Mann wollte Sie also hier anrufen? Ja, also nicht so direkt im Mann, nicht? Das fiel bloß so nebenbei mit ab. Ja, Frau Engel, nur haben Sie telefoniert. Jetzt wollen wir Sie auch nicht länger aufhalten. Gute Nacht, Frau Engel. Elfie, sag Frau Engel gute Nacht. Sie will gehen. Frau Engel hat gesagt, dass aus der Hochzeit nichts wird. Gute! Ich glaube, das solltet ihr wissen. Ja. Was um alles in der Welt hat diese Frau damit zu tun? Nichts, Walter, gar nichts. Alles Tünkram. Ist denn irgendwas mit unserem Aufgebot nicht in Ordnung? So könnte man das auch sagen. Ja, aber wieso denn? Frau Engel hat einen Traum gehabt, dass aus unserer Hochzeit nichts wird. Das ist ja lachhaft. Von wegen. Bis nun ist alles eingetroffen, was ich geträumt habe. Hier, fragen Sie ihn oder ihn hier. Was meint sie? Nichts, Walter, nichts, gar nicht. Alles Blödsinn. Hein, wie kannst du zu meinem Service Blödsinn sagen? Service Blödsinn, ich verstehe nicht. Kaputt geschmissen, platsch, alles im Eimer. Bella ist über die Katze gefallen. Ja, aber sie hat das gewusst. Zufall, nichts als Zufall. Von wegen, ihr werdet euch noch wundern. Mein Traum ist ja noch lange nicht zu Ende. Dann haben Sie wohl auch von mir geträumt, was? Genau, von ihm auch. Ist ja dummes Zeug. Dummes Zeug? Also ich gehe letztens zu Bett, drehe mich um und will schlafen, aber kann ich schlafen? Nee. Und warum kann ich nicht schlafen? Weil ich von euch allen hier hab träumen müssen. Und das kann man ja nun wirklich keinen guten Schlaf nennen, nicht? Aber beklage ich mich, ohne dass ich eine Belohnung oder auch nur ein Dankeschön dafür kriege, nämlich diese ganze Mühe auf mich. Und warum? Nur, weil ich euch helfen will. Niemand hat Sie darum gebeten. Nee, wenn ich heute aber nicht hergekommen wäre, dann säßen Sie nun ganz schön in den Schied.
Hein, ich verstehe dich nicht. Nur weil diese Frau sich hier was zusammentönt, willst du doch wohl nicht die Hochzeit absagen. Ach was, kommt doch gar nicht in Frage. Ja, dann ist doch alles in Ordnung. Tja, inzwischen sollten Sie gemerkt haben, was wir von Ihrem Tünenkram halten. Wir wollen nicht, dass Sie von uns träumen. Gute Nacht, Frau Engel. So, und nun endlich das Geschäftliche. Haben Sie denn Ihre Papiere mit? Hat er nicht? Wie meinen Sie das, Frau Engel? Wie ich das gesagt habe, er hat die Papiere nicht mit. Wollen Sie damit sagen, dass ich gelogen habe? Aber nein, bester Mann, bloß die Papiere haben Sie nicht dabei. Nicht zu glauben. Solange diese Person hier im Haus ist, sage ich kein Wort mehr. Nichts für ungut, Vater, aber weißt du ganz genau, dass du die Papiere dabei hast? Hans-Uwe! Aber das lässt sich doch ganz leicht feststellen. Du brauchst doch nur deinen Koffer aufzumachen. Ich will meinen Koffer aber nicht aufmachen. Wetten, dass er das doch tut. Aber nicht jetzt und nicht hier. Ich weiß auch gar nicht, warum Mutter und ich nicht heiraten sollten. Ja, so alles klar, so war. Ist ja auch nicht deine Schuld, mein Junge. Sie verliebt sich in einen anderen. Was? Mhm. Ja, an wen denn? Ja, das ist das doch, worauf ich mich nicht besinnen kann. Also ich komm und komm da nicht drauf. Hans-Uwe, du glaubst doch wohl nicht an diesen Tünenkram. Nee, Vater, nee, nee. Ganz gewiss nicht. Ich sag nur, wir sind alle in der Hand des Schicksals. Jetzt wisst ihr Bescheid. In der Hand des Schicksals. Sag mal lieber in der Hand von dieser Frau. Heinrich, das ist doch wohl kein fauler Trick. Passt dir das auf mal nicht mehr, dass wir Partner werden? Aber Walter, wie kannst du sowas sagen? Das kommt mir alles ziemlich verdächtig vor. Du glaubst doch wohl nicht, dass wir mit dieser Person unter einer Decke stecken. Richt dich nicht auf, Mutter. Oh, richt dich nicht auf, richt dich nicht auf. Ich muss mich aufregen. Oh Gott, was muss ich alles durchmachen? Die Person kommt in unser Haus, mein Service in Dutt. Und Ute holt sie wieder rein. Sogar meine eigenen Kinder sind gegen mich. Mein eigen Fleisch und Blut. Walter, du darfst Elfi nicht so aufregen. Ich reg sie auf. Mach doch deinen Koffer auf, dann haben wir Ruhe. Wenn du ein Gentleman wärst, dann wirst du das tun. Ach, dann bin ich also kein Gentleman. Ich will dir mal was sagen. Wenn du was zu sagen hast, sag es mir bitte, ja? Gleich hören wir Musik. Wenn hier einer anfängt zu singen oder das Radio anmacht, ich möchte mal wissen, wem nur noch nach Singen zumute ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. Das ist das erste Mal, dass ich dir heute Abend recht geben kann. Ich bin ja, weiß Gott, ein geduldiger Mensch. Ja, David, bist du aber noch nichts davon gemerkt. Du bist ein ganz obstinatischer Achterfüßler. Ich obstinatischer Mann, was bin ich froh, dass wir den Vertrag noch nicht unterschrieben haben. Hast du denn überhaupt Mittwoch? Musik! Das ist ja nicht zu glauben. Ja, nicht? Aber wir haben uns schon daran gewöhnt. Blödsinn. Frau Engel, Sie haben alles geträumt, was hier nun passiert. Ja, gediegen, ne? So was gibt das ja gar nicht. Also nach meiner Meinung... Nach deiner Meinung hat niemand gefragt. Hör doch endlich mit dem Streit auf. Du kannst doch ganz leicht beweisen, dass alles Unsinn ist. Du brauchst uns doch nur die Papiere zu zeigen. Ja, Walter, du bist unsere letzte Hoffnung. Sie kann doch nicht immer zurecht haben. Also gut, hier ist mein Koffer. Da drin liegt ein großer Umschlag mit unserem Teilhabervertrag. Guck nach. Bitte. 20 Mark Taxi, zuzüglich 31 Mark Spesen, Mark 51. Was? Was ist das? Oh. Hat doch die verdammte Ziege von Sekretärin den verkehrten Umschlag reingepackt. Frau Engel soll leben. Ja, das habe ich doch gesagt. So, haben Sie. Ja, habe ich, aber ich will Sie doch nicht ärgern. Ich will doch nur helfen. Oh, Sie haben alles kaputt gemacht. Oh Gott, was sollen die Leute bloß sagen? Und die Geschenke und... Oh, komm, komm, das tut gut. Diese habe ich auch gewusst, dass das passiert. Was wissen Sie eigentlich nicht? Ja, das ist ja gerade der Schiedkram. Ich weiß noch immer nicht den Namen von dem anderen Kerl und wie der aussieht. Tut mir leid, mein Junge, aber das ist... Schicksal. Kannst nichts dran machen. Genau. Wenn Sie glauben, dass mein Junge sich einfach so beiseite schieben lässt... Ich sag dann... nur Hand des Schicksals. Ach was, Heinrich? Ja, wenn das mit Hans-Uwe und Ute nichts wird, dann kannst du unsere Partnerschaft an den Hut stecken. Dann ist das aus. Ja, aber
Walter, immer mit der Ruhe, Walter. Immer mit der Ruhe, Walter. Hans-Uwe, liebst du Ute? Ja. Und wie ist es mit dir, Ute? Ja, Vater, ich hab ihn lieb. Sehen Sie, Frau Engel, gegen Liebe kommen Sie nicht gegen an, bitteschön. Bitte, das will ich doch gar nicht. Ich will doch nur helfen. Also, ich verstehe das nicht. Ich hab ihn noch nie versehen. Kopf hoch, Frau Engel, Kopf hoch. Oh. Wollen Sie noch was trinken, bevor Sie gehen? Ja, Junge, da muss ich einen aufhaben. Scusi. Ja, Bella? Eine Herr Kamper. Kamper? Sie? Das ist er! Dass wir uns nicht gesehen haben. Länger. 4 Stunden. Wo ist deine Familie? Oben. Sie ziehen sich um. Das ist gut. Möchtest du was trinken? Ja, gern. Meine Zeit. Du wirst auch jeden Tag hübscher. Auf uns. Ute, du, ich komme mir richtig schlecht vor. Und ich mir erst. Wenn Hans-Uwe doch bloß nicht so ein netter Kerl wäre. Du, ich mach ihn. Ich ja auch. Liebe auf den ersten Blick. Ich habe es jetzt nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Ich auch nicht, du. Du und deine Familie, weißt du das schon? Als Hans-Uwe mich gestern Abend zum Essen eingeladen hat und du warst da auch noch bei, ist mir richtig an die Nieren gegangen. Mir auch. Ach, was bin ich bloß für eine Bangbüchs? Frau Engel, warum haben Sie nicht ein bisschen weiter geträumt? Du, diese Frau Engel, die hätte ich gern ein bisschen näher kennengelernt. Ja, aber sie ist von deinem Vater ja richtig an die Luft gesetzt worden, als ich gekommen bin. Warum muss Hans-Uwe bloß so ein feiner Kerl sein? Du, Jörn? Ja? Ich mag ihm nicht wehtun. Wenn er mich doch nur nicht so lieb hätte. Ich weiß beim besten Willen nicht, was ich machen soll. Soll ich mal mit ihm reden? Nee, bloß nicht. Denk an meinen Vater und an Hans-Uwes Vater. Weißt du, unsere Firma läuft nicht so richtig. Mein Vater braucht die Partnerschaft mit Hans-Uwes Vater. Tja, und wenn das keine Hochzeit gibt, dann gibt es einen Skandal. Und wenn es einen Skandal gibt, dann gibt es keine Partnerschaft. Und wenn es keine Partnerschaft gibt, dann... Das ist zum Verrücktwerden. Ach gut, vielleicht passiert ja noch ein Wunder. Ich liebe dich. Das ist es ja gerade. Warum um alles in der Welt haben mich deine Eltern bloß zum Essen eingeladen? Du bist der Geschäftsvertreter von Haller und Sohn in Hamburg. Ja, ja. Ute, lass uns abhauen. Das ist doch kein Ausweg. Ach ja. Das wird Hans-Uwe mit seinem Vater sein. Oh, du, dann muss ich noch einen nehmen. Ja, ja, das Licht. Ach, guten Tag, Frau Lanute. Oh, Herr Kamper, ich habe gleich gehört, dass Sie gekommen sind. Hallo, Hans-Uwe. Oh, na, Abend, Jörn. Ne, bist du auch ein? Ja. Oh ja, danke, gern. Sie auch? Ja, bitte. Oh. Na, mein Lieber. Hast du deinen Vater gar nicht mitgebracht? Ja, nein. Er kommt ein bisschen später. Ja, ich soll ihn entschuldigen. Er ist ja sonst immer pünktlich. Genau wie ich. Ja, ich weiß. Ich ja leider nicht. Aber ich werde mich ändern. Das verspreche ich dir. Nee, bloß nicht. Oh. Danke. Ja, das macht mir doch nichts aus, wenn ich mal ein bisschen warten muss. Bist ein feiner Kerl. Hans-Uwe. Ja, dann mal Prost! Prost! Ja. Prost! Oh.
Ja. Sag mal, hast du eigentlich schon unsere Hochzeitsgeschenke gesehen? Nee, ich, nee. Musst du dir unbedingt ansehen. Wir haben ein paar wunderschöne Toaster gekriegt. Sieben Stück. Sieben? Ja. Da wir für jeden Tag einen, ne? Ja. Dabei mache ich gar keinen Toast. Du, Hans-Uwe, ja? Soll ich Herrn Kamper denn mal unsere Hochzeitsgeschenke zeigen? Oh ja. Ja, Mann, zu. Ja, dann mal los, ne? Ja. Ja. Magst du noch was trinken? Oh nein, oh nein. Einer genügt. Ja. Du, dauert das nicht mehr lange? Nein. Nun dauert es nicht mehr lange. Ich will bloß hoffen, dass ich Ute glücklich machen kann. Warum sollst du das wohl nicht? Ach, ich weiß nicht. Hans-Uwe, ist was? Ich habe Angst, dass ich jetzt so langweilig bin. Nee, Hans-Uwe, das ist nicht wahr. Das bist du nicht. Doch, doch, und ich weiß das. Ute ist so, so... Oh, so voll von Leben. Ja, du weißt doch, was ich meine. Ja, guck mal, ich lese gern ein Buch, oder? Ja, oder? Ja, oder ich guck fern und darum bin ich eben auch langweilig. Ja, manchmal glaube ich, ich habe keinen Humor. Manchmal frage ich mich, was Ute wohl in mir sieht. Du bist ein ehrlicher, netter Kerl. Sie sieht in dir einen Mann, einer, der immer für einen da ist. Siehst du das auch in mir? Ja, Hans-Uwe. Ich danke dir, Antje. Ich habe mich schon so oft gefragt. Ich meine, ich habe mich schon so oft gewundert, dass du noch keinen festen Freund. Ich meine... Was meinst du? Oh, Hallo, Hans-Uwe. Hast du schon zu trinken? Ja, danke. Wo kommt ihr denn her? Ja, wir haben uns die Hochzeitsgeschenke angeguckt. Oh, guten Abend zusammen. Guten Abend, Frau Forstner. Vielen Dank für die Einladung. Die Blumen habe ich bereits Ihrer Tochter gegeben. Oh, vielen Dank, Herr Kamper. Na, wie gefällt Ihnen denn unsere kleine Stadt? Gut, danke. Und wie geht's Ihnen, Frau Forster? Ach, danke, das geht so hier. Ja. Wenn bloß die Aufregung nicht wäre. Sie wissen ja. Ja, ich weiß. Ja. Oh, danke, mein Junge. Ja, dann herzlich willkommen als Uwe, Herr Kamper. Zum Wohl. Prost zusammen. Prost. Hans-Uwe, wo ist dein Vater? Ach, der wird wohl gleich hier sein. Ja, er ist aufgehalten worden. Und Sie, Herr Kamper, Ihnen gefällt es gut bei uns? Ja. Ja, mir ist beinahe so, als wenn ich nach Hause gekommen bin. Oh, das haben Sie aber mal schön gesagt. Oh, das ist er bestimmt. Scusi. Ja, Bella? Na? Signore Halla. Danke, ja. Heinrich. Elfriede. Guten Abend, Walter. Tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Mach doch nichts, Walter. Du bist ja ganz aus der Puste. Ja, ich hatte noch was zu erledigen. Na, geht's gut, Elfriede? Ja, danke, Walter. Tag auch, ja. Tag, Walter. Ja, Elfriede, es dauert nicht mehr lange und dein Mann muss tüchtig ran. Ja, vor der Arbeit hat er keine Angst. Und wie steht's mit dir, Peter?
Oh, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als Arbeit. Seien Sie jetzt die Essen. Oh, danke, Bella. Ja, wenn ich denn zu Tisch bitten darf. Und wie geht's unserer kleinen Braut? Ich kann nicht klagen, Schwiegervater. So muss das sein. Sie wird von Tag zu Tag schöner. Der merkt aber auch alles. Oh, danke, Bella. Wir wollen hoffen, dass es mit den Männern nicht so lange dauert, ne? Die reden sicher noch über das Geschäft. Ja, aber das Geschäft haben sie doch jeden Tag. Oh, das Essen eben hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, gutes Essen und gute Unterhaltung, ne? Aber Ute, du hast ja gar nichts gesagt. Und Hans-Uwe auch nicht. Ja, na, Kamper, der auch nicht. Wir sind ja gar nicht dazu gekommen. Wir mussten dir ja immer zuhören. Ja, einer muss ja die Konversation in Gange halten, ne? Nichts für ungut, Mutter. Aber mir war heute wirklich nicht nach Reden zumute. Du hast wohl wieder an diese alte Hexe gedacht. Hab ich nicht. Warum sollte Ute? Es war doch gediegen, dass ihr alle so still wart. Ach, dieses olle Frauenzimmer aber auch. 10 Jahre habe ich mein Service gehabt und nun alles kaputt. Chris, sicher neu. Es ist ja bald Weihnachten. Oh, Hans-Uwe! Oh, Stuart! Nein, ganz und gar nicht, Hans-Uwe. Komm, setz dich zu uns. Machst du eine Tasse Kaffee? Oh ja, ja, danke, gern. Dauert das mit den anderen noch lange? Oh nein, 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 glaube ich nicht, Ute, glaube ich nicht. Oh, geht die Uhr da richtig? Ich glaube, ja. Warum? Nix, nix. Bloß so, ja. Ja, ja, die Zeit, die läuft und läuft. Ja, das ist wahr. Hast du noch was vor, Hans-Uwe? Nein, nein, nein. Hast du für uns auch noch einen Kaffee, Mutter? Ja, doch, mein Jung. Oh, Herr Kamper, kommen Sie, setzen Sie sich hier rüber, ne? Dort, ja, gern. Meine Zeit, war das langweilig, das Essen. Peter, also das war nur wirklich ein schönes Essen. Hab ich doch gesagt. Nee, das hast du... War das wirklich, Frau Forster? Vielen Dank noch mal. Ja, bitte Zeit da nicht für, Herrn Kamper. Das ist doch selbstverständlich. Oh, ihr beiden, möcht ihr auch einen Kaffee? Ja, danke, gern. Nett von dir, Elfriede. Ja, bitte. Setz dich doch mal. Danke. Danke, Elfriede. Ja, bitte schön. Tja, und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du das tust, wird es dir noch mal leid tun. Geschäft ist Geschäft, nicht? Hätte ich genauso gemacht. Und was hat er gesagt? Nichts. Was soll er da schon groß auf sagen? Geschäft, Geschäft, weiter nichts wie nur Geschäft. Du Ute, pass bloß auf, dass es dir mit Hans-Uwe nicht genauso ergeht. Hm? Keine Angst, mein Dear, du, das passiert nicht. Ach, was ich noch fragen wollte. Habt ihr eigentlich mal wieder was von Frau Engel gehört? Was? Hab ich eben richtig gehört. Warum fragst du, Hans-Uwe? Nix, nix, bloß so. Bloß so? Ja, die Frau hat Eindruck auf mich gemacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass ausgerechnet du nach ihr fragst. Ja, wie kannst du bloß hier in diesem Haus? Ja, das ist denn oh, doch... Ruhig, Walter, ganz ruhig. Ist ja alles in Ordnung. Wir sind sie los und dabei bleibt es. Ja. Scusi. Ja, Bella? Aber sie seien wieder da. Wer? Ja. Sie! Doch, sie sein! Oh, schick sie weg rein! Schick sie weg! Nichts nützen! Ich ja schon versuchen! Ich ja sagen zu ihr, dass sie nicht zu Hause sein. Sie sagen zu mir, wissen genau, dass zu Hause sein. Und sie und sie auch. Ja, und was haben Sie gesagt? Na, was ich ja sagen sollen? Nix! Ich ja sollen ja schon ganz... Sie und er, ich ja gehen und sagen Bescheid. Das haben Sie ja nur getan. Jetzt gehen Sie bitte raus und sagen Sie ihr, dass wir Sie nicht sehen wollen. Ja? Sie. Augenblick mal. Ich würde gern mal mit Frau Engel sprechen. Du? Du willst mit ihr sprechen? Tu das nicht, Hans-Uwe. Tu das nicht. Warum willst du mit ihr sprechen, Hans-Uwe? Weiß ich nicht, Ute. Wirklich nicht. Aber nach allem, was du mir erzählt hast und was ich selbst miterlebt habe, muss ich einfach mit ihr sprechen. Bitte. Bitte, lass sie reinkommen. Ja, geh doch bloß dich und mich was an. Ist gut, Hans-Uwe. Oh, durchgedreht. Du kommst mal rein. Ich halte das halt doch ganz ruhig. Ich habe diese Frau wieder von uns geträumt. Ich glaube sogar, dass ich doch dran. Ach, doch, mein Blödsinn. Oh, und das von meinem eigenen Frau Engel wird sich
sich draußen sicher erkälten. Meinetwegen kann sich totfrieren. Hier kommt sie nicht wieder rein. Ja. Nur über meine Leiche. Komm, Hans-Uwe, dann gehen wir eben nach draußen. Das muss ich mitkriegen. Antje, Jörn, kommt ja auch mit. Nein, ich will das nicht. Rein, halten Sie zurück. Halten Sie zurück. Ja, Ute, Hans-Uwe. Ich weiß, das ist nicht ganz richtig, aber wenn es sein muss, holt sie rein. Was? Also, wenn die hier reinkommt, gehe ich zu Bett. Dann gute Nacht. Peter, also das halte ich im Kopf nicht aus. Bella, Frau Engel möchte bitte hereinkommen. Also bitte, Signorina, grazie. Ich bin ja bloß froh, dass sie von der Zukunft träumt und nicht von der Vergangenheit. Hallo, da bin ich wieder. Na, wie geht's? Was nicht? Oh, oh Mann. Oh, alle in Gala. Oh, was eine Kälte. Ich bin ja meist zu Eis gefroren. Ist was? Ach, Bella, tragen Sie bitte alles raus. Alles. Nicht nötig. Keine Angst. Passiert nichts. Nein. Wenn was kaputt gehen soll, dann sage ich schon vor dem Bescheid. Tut mir ja leid um Ihr Service. Nee, ehrlich. Aber das doch immer so, nicht? Kauf dir eine Tasse im Sonderangebot, die wirst dein ganzes Leben nicht wieder los. Aber was gut ist, das brauchst bloß anzugucken, rums im Moors, gediegen. Oh, 10 Jahre hab ich meinen Service gehabt. Oh Gott, so alt war das schon. Dem wird das aber bei klein Zeit, dass ich mal was Neues kriege, nicht? Ich an Ihrer Stelle, ich wäre doch richtig froh, wenn mir das passiert wäre. Doch, Sie... Nein, frag sie, was sie will. Nicht nötig, Kinders, das riecht ja bannig nach Streit. Oh, Güte. Ich kann ja beinahe meine Füße nicht mehr fühlen. Oh. Dagegen habe ich was. Hier, Frau Engel, der wärmt. Dank dir, mein Junge. Ja, mein Alter sagen auch immer, die wärmsten Jacken sind die Konjacken. Kommt, ne? Oh. Frau. Wollen Sie was sagen? Ja, nein, ja. Na? Haben Sie wieder was geträumt? Das kann ich Ihnen sagen. Das war spitze. Ich habe auf dem Marktplatz Jule Brünner getroffen. Jule Brünner? Na ja, Sie wissen doch, der hier oben immer so nackig ist. Nun treibt sie das schon mit Filmstars in ihren Träumen. Nicht wie Sie denken, ne? Na, das wäre ja wohl auch nicht gut möglich. Mitten auf dem Marktplatz. Und der bei der Kälte. Also, aber von uns, haben Sie nicht wieder geträumt. Nein, aber ich kann mich auf alles besinnen. Mein letzter Klick war heute Morgen. Und auf was können Sie sich besinnen? Auf alles, mein Lehren, auf alles. Ich kann sagen, ich weiß nun alles. Dann sagen Sie das doch endlich. Der war eigentlich nicht schlecht, ne? Dank dir, mein Junge. Ja, denn. Na, was haben Sie sich jetzt denn wieder ausgedacht? Also nun mal ganz sinnig, ja? Ihr müsst ja wohl zugeben, dass ich mit allem recht gehabt habe, ne? Mit dem Telegramm, mit dem Service. Mit ihren Papieren. Ja. Aber nun kommen Sie doch endlich zu Pott. Bin ja schon längst dabei, mein Bester. Bin ja schon längst dabei. Also, um 8:30. Oh Mann, ist ja gleich soweit. Fallt ihr alle vor Schreck auf den Bauch. Denn einer von euch wird ganz was Wichtiges sagen. Wer? Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, ich schon lange nicht. Kann sie lange drauf warten. Was ist mit dir, Peter? Nee, du lass mich an Land. Jörn vielleicht? Nee, ich auch. Ja, aber ich... Was ist denn los? Ja. Also kurz rausgesagt, Ute. Aus der Hochzeit kann nichts werden. Bitte, sei doch mal ruhig! Wie schon gesagt, habt ihr das ja bloß Ute und mich was an. Ach, das stimmt ja. Ja, ihr habt da auch was mit zu tun. Sie auch, Frau Engel. Oh ja, ich blicke auch noch mal. Ute, 2 Jahre ist es nur her, dass wir uns kennengelernt haben.
Wir haben uns verliebt und dann haben wir uns verlobt. Aber es tut mir wirklich leid, wir passen nicht zusammen. Ja, guck mal, ich bin so ein langweiliger Kerl und du bist so, naja, wie du eben bist, ja. Ja, und dann kam die Idee mit der Partnerschaft und mit der Filiale in Hamburg und dass es besser wäre, ein halbes Jahr früher zu heiraten. Und das ist alles so schnell gekommen, dass ich... Ute, ich weiß, du hast mich gern und du wolltest mir nicht wehtun. Und dafür bin ich dir dankbar. Hast recht, Hans-Ute. Ja, und als Jörn dann kam, da warst du auch mal so ganz anders. Versteh mich richtig, du warst genauso nett wie früher auch, aber... Naja, ich habe euch gestern denn zum Essen eingeladen. Ihr habt euch Mühe gegeben, dass ich nichts merken soll, aber... Aber da war eben das Gefühl und dann bin ich ja auch gegangen. Gefühl? Was zum Teufel soll das heißen? Frau Engel hat doch recht gehabt. Du hast dich in Jörn verliebt, ne? Ja, so will. Ich habe ihn lieb. Oh, nee. Nee, den Ring, den musst du behalten. Der soll dir Glück bringen. Ja, genau so war das. Hans-Uwe, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich danke dir. Dami noch mal. Ich verstehe bloß Bahnhof. Walter, meine Tochter hat 5 Tage vor der Hochzeit und deinem Sohn einen Korb gekriegt. Ein Korb von meinem Sohn? Sie hat sich mit einem anderen eingelassen. Kurz vor der Hochzeit mit meinem Sohn. Und dann noch mit einem Hamburger. Das gibt einen Skandal. Hans-Uwe, wir haben hier nichts mehr zu suchen. Komm, Herr Forster und unsere Teilhaberschaft, die können Sie sich an den Hut stecken. Damit ist das aus. Nein, ist das nicht. Ach, Pabalapach, komm. Du bleibst. Herr Forster, heute Morgen haben Sie eine Weihnachtskarte von mir bekommen. Ich habe Ihnen frohe Weihnachten gewünscht. Das ist wirklich nett. Vielen Dank auch. Das nehme ich zurück. Er ist doch noch gar nicht fertig. Wäre besser, wenn Sie Ihre Ohren wieder aufklappen würden, du Mann. Ja, ich möchte ja gerne, aber es ist zu einfach. Du weißt doch, was für ein Tisch auf dem Spiel steht. Oh, Gott, oh Mann. Da ist noch was ich euch allen sagen muss. Ich habe mich auch in eine andere verliebt, so muss das raus. Oh. Das ist ja der reinste Don Juan. Wenn du eine andere hast, was bist du denn noch hier? Mutter, bitte. Das Mädchen, das dich kriegt, Hans-Uwe, das kann glücklich sein. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich dir auch. Du. Wer ist das? Kenn ich sie? Oh, Peter, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wie man los, Jung, kommst du über den Steert, kommst auch über den Hund. Ja. Antje. Ja, Hans-Uwe? Ja, ich meine dich. Oh, du komm hier! Was hast du gesagt? Ja. Dass du das bist, in die ich mich verliebt hab. Hans-Uwe? Nun wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, bin ich denn hier in der Klapsmühle? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ach, gar nichts. Ein Kuss sagt alles. Hey, ja. Erst kriegt er den Mund nicht auf, nur geht er ran wie Blöcke. Ich glaube, das ist besser. Ihr geht erst mal daneben an, ne? Ich meine, das ist ja nicht so, dass ich mir sowas nicht gern angucke, nicht? Aber in meinem Traum war das nun mal so. Na, Walter, was sagst du nun? Ich bin dagegen. Ja, wieso denn? Ich bin nun? Das ja alle mal dagegen. Da hat sie jetzt leider auch mal was sagen. Wir haben hier 2 glückliche Menschen und da drin auch. Was wollt ihr eigentlich noch? Sie sind ein Engel, Frau Engel. Ach was, Engel, hat doch alles so kommen müssen. Hand des Schicksals. Na, und mit der Partnerschaft. Eigentlich bleibt doch alles beim Alten. Was wollen Sie denn noch? Ja, mein. Ja, Heinrich. Hä? Ich glaube, ich bin eben ein bisschen grob zu dir gewesen, ne? Ach was, Walter. Ist doch alles in Ordnung? Ach, wie ja, bin ich froh. Wie bin ich froh? Also gleich, als ich Sie zum ersten Mal sah, da habe ich zu mir gesagt, nee, ist das ein netter, sympathischer junger Mann. Vielen Dank, Schwiegermutter. Schwiegermutter, oh, das tut gut. Heinrich, ja. Sag was. Ja, was? Bella, Champagner. Champagner. Also, Herr Kaufmann.
Kampal. Ach, was? Nix, Herr Kampal Jörn heißt er. Heinrich, ich gratuliere dir. Du kriegst einen verdammt klitschen Schwiegersohn. Kannst von Glück sagen. Danke, Walter. Ich bin ja so glücklich. Also darauf müssen wir jetzt aber anstoßen. Na Mensch, das wäre aber auch Zeit. Au, oh, Engel, wenn Sie nicht gewesen wären. Sie sind einsame Klasse. Das müssen Sie mal meinem Mann erzählen. So, und jetzt wollen wir auf die beiden Paare anstoßen. Bella und Sie bitte auch. Grazie. Also ich sehe nur ein Paar. Ja, das ist wahr. Halt, stopp! Erst anklopfen. Ja, so viel Zeit muss sein. Antje und Uwe, kommt mal raus. Wir wollen auf euch anstoßen. Also dann? Oh nee, nee, halt, ich hab bloß noch Luft im Glas. Jetzt hätten wir doch beinahe unsere Hauptperson vergessen, aber keine Angst. Wir haben genug da. Champagner für den Engel. Dank dir, mein Junge, na denn? Prost! Ich will nicht hoffen, dass ihr von mir nur noch eine Rede erwartet. Doch müssen Sie, von wegen mein Knick. Ja. Ich bin ja so froh, dass alles noch so gut abgelaufen ist. Prost! Ich kann mir nicht helfen, aber mir kommen die Tränen. Mir geht's genauso, Elfie. Ja. So, Engel, jetzt müssen Sie mir aber zusagen, dass Sie auch mal von mir träumen. Oh, Junge. Sagen Sie mal, Frau Engel, wie weit sind Sie eigentlich in Ihren Träumen gekommen? Bis zu dem Augenblick, als er in der Tür stand. Als er in der Tür stand? Ja. Aber was ist denn mit heute Abend? War das ein anderer Traum? Nee. Da habe ich überhaupt nichts von gewusst. Bis er mich heute Morgen besucht hat. Was? Hans-Uwe hat Sie besucht? Ja, er hat mir erzählt, was hier los war und was er vorhatte. Und ich sollte nun so tun, als wenn ich das alles geträumt habe. Nee. Na und, wie habe ich das gemacht? Hans-Uwe, das hätte ich dir nicht zugetraut. Ich auch nicht, mein Sohn. Ach, Vater, ich habe doch gewusst, dass mein Engel recht gehabt hat mit Ute und Jörn. Na, denn ist ja nun wohl endlich alles in Ordnung. Werde ich denn nur auch eingeladen zur Hochzeit? Ja, klar doch. Dank dir, mein Junge. Oh. Nein, nee, nee. Lach mal. Ich muss nur nach Hause. Ich glaube, ich habe einen kleinen Sitzen. Ich bring Sie nach Hause, Frau Engel. Dank dir, mein Junge. Gute Nacht, Frau Engel. Gute Nacht, Frau Engel. Und träumen Sie schön. Aber bitte, bitte nicht von uns. Oh nee, mit euch bin ich durch. Aber letzte Nacht, da hatte ich vielleicht einen Traum. Also, ich muss morgen unbedingt nach Bonn.